Hallo und willkommen in der Indie-Abteilung. Hier bei Shut Up and Take My Money durchsuchen wir Crowdfunding und Co. nach Projekten ohne Publisher. Falls ihr noch nie reingeschaut habt, fragt ihr euch vermutlich, warum ich auf dem Boden vor einer weißen Wand sitze, aber die Erklärung ist eigentlich recht einfach. Auch die Show wird per Crowdfunding ausgestattet und User haben uns schon eine Menge an sinniger und unsinniger Deko, einen Titelsong und Grafiken geschickt. Und Ron Gilbert, der mal zu Gast war, wollte uns eigentlich eine Kickstarter-Kampagne für Stühle starten, aber irgendwie ist da nichts draus geworden. Egal. Wir liefern euch heute wieder einen aktuellen Überblick über spannende Projekte, aber unser Schwerpunktthema widmet sich einem Genre, das durchaus auf Kickstarter vertreten ist, in den News aber meistens untergeht, weil so viele Spiele so erfolgreich sind. Es geht um das bewegte Bild. Es wird also um Filme, Animationen und Webserien gehen. Zunächst aber erstmal der aktuelle Überblick. Lex Laser Saves the Galaxy Again soll ein Spiel der Gattung Roguelike werden, also ein eher simpel präsentiertes, rundenbasiertes Rollenspiel mit einem komplexen System hinter der gemütlichen Grafik. Die generelle Idee der Entwickler war dabei vor allem, ein Spiel für Gamer zu machen, die kleine Kinder haben. Mit den einfachen Symbolen gibt es keine Schockeffekte oder unpassende Mengen Blut, sollte der Nachwuchs mal mit reinschauen, und man kann das Spiel jederzeit beenden und auch 2 Wochen links liegen lassen, ohne wirklich rauszukommen. Genauso ist es natürlich was für jeden, der Retro-Flair mag und eher im Stress ist. Noch ist die Kampagne in ihren ersten Tagen und dafür gar nicht schlecht angelaufen, aber vermutlich wird es noch deutlich mehr Gaming-Eltern brauchen, um sie erfolgreich enden zu lassen. So we're trying to give these busy people a deep game experience. Und noch einmal Retro-Look. Diese putzige Pixelkunst gehört zur Demo zu Chasm, einer Mischung aus Action-Rollenspiel und Plattformer mit prozedural generierten Dungeons. Monster, Loot, Kisten und anderer Kram zum Zerhauen und eine schnuffige 2D-Umgebung bilden ein rundes Gesamtpaket. Wie stimmig sich das Konzept anfühlt, könnt ihr übrigens auch dank der Demo, die von den Entwicklern Discord Games für die GDC entwickelt wurde, selber feststellen. Offenbar haben sich so schon eine Menge Leute überzeugen lassen, denn Chasm hält locker auf das Ziel von $150.000 zu. Burn Pixel Wood ist vermutlich einer der prägnantesten Titel aller Zeiten in Bezug auf das Gameplay. Denn genau das macht man. Mit einem Flammenwerfer bewaffnet kugeln wir uns einen Weg durch einen riesigen Holzturm, schaffen uns so die eigenen Plattformen zum Plattformen und erledigen auf dem Weg in die Freiheit auch noch eine Reihe pixeliger Orks. Klingt simpel, ist es eigentlich auch, macht aber trotzdem irgendwie einen Heidenspaß. Die derzeitige Beta ist kostenlos, es kann also jeder den Pixelflammen eine Chance geben. Titanic Honor and Glory macht die Titanic begehbar, dank CryEngine 3. Die Entwickler bauen das legendäre Schiff so detailgetreu nach wie möglich und halten sich an zeitgenössische Fotografien und Videos aus dem Wrack. Allein die Pracht digital bewundern zu können, ist an sich schon großartig, bildet aber nur die Grundlage für eine elegante Krimi-Geschichte um einen zu Unrecht angeklagten Protagonisten, der den eigentlichen Schuldigen irgendwo unter den Gästen finden und anschließend überführen muss und dazu alle Decks, Hallen, Treppen, Salons und Luxuskabinen besuchen kann und muss. Wer allerdings auch abseits der Story flanieren will, soll dafür seinen eigenen Modus bekommen. Da die Macher fanatische Liebhaber der Zeit und ihrer Schiffe sind, wollen sie tatsächlich nur $20.000 für Softwarelizenzen und ähnliches, um über das nächste Jahr hinweg das Projekt abzuschließen. Der Zucker für die Augen, der bislang schon produziert wurde, ist dabei ein ordentlicher Anreiz zum Mitmachen. Kommen wir zum Kino. Oder besser zu der Webserie und der Veröffentlichung auf YouTube. Die bekanntesten Titel auf Kickstarter mögen Spiele sein, aber die Abteilung Film und Video steht den Gaming-Kollegen eigentlich in nichts nach. Weder in Kreativität noch in Erfolg. $105 Millionen wurden erfolgreich über Kickstarter eingenommen, 127, wenn man die nicht erfolgreichen Kampagnen mitzählt. Und zuletzt wurde von einem einzelnen Projekt gleich eine ganze Reihe neuer Rekorde aufgestellt. Mit $5.7 Millionen wurde der Veronica Mars Film gefundet und lässt auch ein Tides of Numenera alt aussehen. Das mag aber auch an der scharfen und gerissenen Blondine Kristen Bell in der Hauptrolle liegen. Veronica Mars gehört zu der Kategorie Fans mit gebrochenen Herzen. Die Serie wurde nach einem Senderwechsel trotz keineswegs schlechter Zahlen nach 3 Staffeln abgesetzt. Damit war es erstmal vorbei mit der Story um eine als Privatermittlerin jobbende Studentin, die neben aktuellen Fällen auch immer größeren Mysterien auf der Spur war. Zwar hatte Autor Rob Thomas schon direkt ein Drehbuch für einen Film parat, der wurde aber vom Sender The CW Television Network abgelehnt. Seit 2007 dümpelte dieses Projekt dann so vor sich hin, bis Thomas und Bell beschlossen, die Crowdfunding-Szene anzutesten. Mit enormem Erfolg. Die Kampagne konnte die Rekorde für schnellstes Erreichen 1 Million und von 2 Millionen und für die höchste Bäckeranzahl einstreichen. Die Fans sind im Freudentaumel, der Film wird gedreht und es könnten sich auch gerne andere Fandoms daran ein Vorbild nehmen. See you at the premiere party.
You will study physics engines. Aber auch andere Vorzeigeprojekte beweisen, dass Film gut bei der Crowd aufgehoben ist. Die Webserie Video Game High School, die mit ihrem schrägen Humor und der Prämisse einer Schule für Gaming in einer E-Sports-orientierten Zukunft ebenfalls eine ordentliche Fanbase sammeln konnte, finanzierte sich hier locker eine neue Staffel. Dank Scratch Goals können sich demnächst auch deutsche Muttersprachler ohne gute Englischkenntnisse davon überzeugen, dass Webserie nicht gleich mittelmäßiger Qualität ist, sondern dem TV durchaus Konkurrenz machen kann. Zagoon hatten wir ja schon mal in Shut Up and Take My Money vorgestellt, aber der hässliche Mafiaschläger, der Zombies verdrischt und mit sehr anarchischem Humor und Stil daherkommt, ist noch einmal eine Erwähnung wert. Denn hier wurde Kickstarter im wahrsten Sinne des Wortes als Starthilfe genutzt. Auf den freundlichen Aufruf, unter anderem von Kultregisseur David Fincher, wurde für ein aufwendiges Storyreel gespendet, um den Film nach Hollywood zu bringen. Auch ein Weg, ein Herzensprojekt professionell an die richtige Adresse weiterzuvermitteln. Außerdem sind erfolgreiche Kickstarter-Kampagnen immer auch ein gutes Argument für das Marktinteresse und ein Beweis dafür, dass es eine Fanbase gibt. Denn die ist entscheidend. Und es braucht nicht nur die hartnäckigen Fans, sondern auch bereitwillige Stars, um ein Fandom per Kickstarter am Leben zu erhalten. So kommen für die Star Trek Voyager-Fortsetzung Star Trek Renegades einige der Originalschauspieler zurück, und das für eine eher zarte Gage und den Spaß an der Sache. Und auch Original-Star Trek-Star Walter Koenig ist mit dabei. So sehen Gewinnerprojekte aus. Und auch was lange währt, kann per Kickstarter endlich gut werden. Wie Trollbridge. Dieses Fanfilmprojekt zu Terry Pratchetts lächerlich erfolgreichen Scheibenweltroman kursiert seit 10 Jahren auf Conventions und Foren als ist in Arbeit. 2011, also noch vor dem allgemeinen Kickstarter-Hype, wurde das Ding gefundet, es wurde gedreht, jetzt ist es in der Post-Production und könnte langsam mal den Beweis antreten, dass wo gefundet wird, auch Ergebnisse bei rumkommen. Ein bisschen ähnlich sieht es da mit Grimm Fairy Tales aus. Das ist eigentlich eine Comicserie, die Grimms klassische Märchen mit einem meist blutigen und sexy Twist aufgreift. Dieses Aushängeschild dafür, dass Comics im Stil der frühen 2000er, nicht mehr so überzeichnet wie in den 90ern, aber immer noch mit viel Tits and Ass, nicht tot sind, wird jetzt eine Animationsserie von den Titmouse Studios, deren gezeichnete Werke in der Regel auf Adult Swim laufen. Da haben sich wohl zwei Unternehmen gesucht und gefunden, und eigentlich ist der Pilot auch schon fertig, gefundet wurde letzten Mai, aber irgendwie hängt es wohl im Presswerk. Also Däumchen drehen und warten. Our worlds exist together yet separate. With victims succumbing to both sides. Fassen wir zusammen. Fanbases, die endlich oder endlich wieder auf der Leinwand oder auf YouTube sehen wollen, was sie wirklich bewegt, sind der Motor hinter den Filmen auf Kickstarter. Gänzlich neue Ideen tun es sich da manchmal ein bisschen schwerer, aber sie können es schaffen. Aktuelles Beispiel: Cowboys and Engines. Dieses Projekt wird Steampunk mit Western-Charme oder Western mit Steampunk-Elementen. Es gibt einsame Helden, verrückte Wissenschaftler, gnadenlose Bösewichter und Mad Science. Und einige bekannte Namen. So wird Walter Koenig, der ja auch schon bei Star Trek Renegades an Bord ist, mit dabei sein, aber auch Malcolm McDowell. Vermutlich war es neben der Grundidee auch eher der Hintergrund der Schauspieler, der die Fans zum Funden gebracht hat. Im Team finden sich als Regisseur und Produzenten nämlich zwar auch einige Personen mit deutlicher Erfahrung im Filmbusiness, allerdings in dem, das in den USA vorsichtig als Adult Industry bezeichnet wird. Zu Deutsch Porno. Wie dem auch sei, Steampunk ist sowieso der Trend der letzten Jahre. Mit einer soliden Besetzung könnte es jetzt auch bei nur knapp über 100.000 Dollar Funding was werden. Und damit hätten wir unseren Rundumschlag zu Film und Video auf Kickstarter beendet. Einmal tief durchatmen. Und weil es so schön war, werfen wir nochmal einen Blick zurück auf ein Beispiel für echt schreckliche Projekte, das wir schon mal hatten. Jetzt gibt es aber ein Erfolgsupdate. Deadly Delias, eine jenseits von Trash angesiedelte Serie um Zombies jagende talentlose Frauen in Latex-Wurstanzügen, ist verdientermaßen wohl eines der erfolglosesten Kickstarter-Projekte aller Zeiten. Ein Bäcker mit $20 Beitrag steht verschämt und einsam in der Übersicht, und mit der Wette, dass das die Deadly Delias selber waren, dürfte ich vermutlich richtig liegen. Für euch jetzt nochmal ein Ausschnitt der grenzgenial gruseligen Talente, die wir wohl nie ausführlicher zu sehen bekommen. Let me shoot you in the leg, see if you can go another 100 yards. Get your shit together and let's get going. So I checked the coordinates. The next survivor should be there within an hour or so. Okay.
too easy. Das war's. Ich hoffe, euch hat die kleine Reise durch die bewegten Bilder auf Kickstarter gefallen. Werft uns ruhig mit Links zu anderen interessanten Projekten zu oder schaut selber mal nach, ob nicht vielleicht euer Fandom auch irgendwo vertreten ist. Tschüss und bis dann. You are so devilly, 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 and I'm so lovely, lovely.